Heyo Leute und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen dieses Mal Devil May Cry 4. Und zwar aus diversen Gründen habe ich spontan entschlossen, das einfach mal durchzuziehen. Nämlich gibt es einige Gründe. Erstens, ich finde, das Spiel gehört auf jeden Fall in Let's Play. Man sieht es relativ selten, so finde ich. Und gehört zu einer meiner Lieblingsserien an Spielen. Zweitens, ich persönlich finde, es ist ein verdammt gutes Spiel. Also es ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele und gehört sich auf jeden Fall gespielt und gesehen. Und der dritte Punkt ist ganz einfach, ich habe mal wieder Lust, mit Dante ein wenig abzugehen. Und ja, auf jeden Fall, das ist der vierte Teil der Serie. Den habe ich bisher gespielt, fand ihn sehr, sehr gut. War aber auch etwas länger her, also ich glaube 2 Jahre ist es jetzt her, wenn nicht dann so anderthalb, also ist es schon länger her. Ich konnte es damals relativ gut, aber hab's vermutlich jetzt in der Zeit wieder verlernt, also seid nicht zu hart mit mir, ich kann das Spiel vermutlich gar nicht mehr. Und ich spiele übrigens auf meinem Xbox 360 Controller wieder, weil es damit einfach wesentlich einfacher geht, als auf der Tastatur rumzuhacken und dabei kommt einfach nichts raus. Also dann, neues Spiel. Tutorial 1, machen wir einfach mal, damit man die Grundlagen nochmal durchkriegt. Schwierigkeitsgrad Mensch, empfohlener Modus für Devil May Cry Neulinge. 9. Teufelsjäger, ein Modus für jene, die den dämonischen Horden von Devil May Cry bereits gegenübergetreten sind. Ich denke, das passt eher. Und ebenfalls für die Leute, denen es aufgefallen ist, ich habe das Spiel absichtlich auf Deutsch installiert. Ich bin normalerweise einer, der spielt alles auf Englisch. Aber da das jetzt ein Let's Play wird, habe ich mich einfach mal dazu entschlossen, es auf Deutsch zu machen, weil das vermutlich den meisten von euch zugutekommt, die dann sagen, okay, wir möchten lieber das Spiel auf Deutsch haben, weil Englisch jetzt nicht so die Stärke ist oder weil Deutsch einfach einfacher zuzuhören ist und so weiter. Und ich denke, es ist sowieso so, dass man keine komplette deutsche Synchro kriegt, sondern dass die gesprochenen Texte und so weiter alles auf Englisch ist, man nur einen deutschen Untertitel kriegt. So, und dann starten wir doch einfach mal mit dem Teufelsjäger-Modus. Automatisch ein oder aus. Das ist, glaube ich, die Steuerung, die man hat. Machen wir mal auf aus. Devil May Cry. Ja, auf jeden Fall mal wieder ein Spiel von Capcom, wie man sieht. Und ich halte jetzt einfach mal die Fresse und lasse euch die schöne Cutscene begutachten.
2000 years ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Get out of here! I will return with help! You stall him until then! I won't hold my breath. Yeah!
notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. So. Also, das war eine ziemlich lange Cutscene, wie man bemerkt. Also, direkt erstmal geniales Intro von Capcom, wie man es erwartet hat. Capcom macht einfach brillante Spiele, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, das war jetzt das gesamte Intro. Und jetzt sind wir in Mission 1, gleich und gleich. Nehmen Sie es mit dem mysteriösen Killer auf. Wer ein bisschen Devil May Cry gespielt hat, weiß, wer der mysteriöse Killer ist. Und ja, wir spielen jetzt im Moment Nero. Und ja, das ist jetzt die erste Mission, die werden wir im nächsten Teil machen. Das war jetzt erstmal das Intro. Und ja, von daher, wir sehen uns im nächsten Teil von Devil May Cry 4. Von daher, haut rein Leute, ciao und bis zum nächsten Mal.